Herzlich willkommen zur Drehscheibe Sommertour in Ihrem Dresden-Fernsehen. Wir sind heute hier im Sportschulzentrum und wir wollen die Sommerferien mal dazu nutzen, um uns ein bisschen umzuschauen. Hier im Sportschulzentrum, da ist es zurzeit noch recht ruhig, denn es sind ja Sommerferien. Das wird sich nächste Woche ändern. Und neben mir, da steht jetzt die Frau Belger von der Stesat. Hallo Frau Belger. Einen schönen guten Tag. Das sind ja eigentlich zwei Schulen hier im Komplex, ne? Ja, das ist richtig. Der Komplex wird genutzt durch das Sportgymnasium und die Sportmittelschule, die also beide diesen Baukörper nutzen für den Schulunterricht und gemeinsam dann eben auch die Turnhalle noch nutzen. Was gehört jetzt ja noch zum Komplex alles? Zum Komplex gehört noch, an erster Stelle wäre zu sagen, die Mensa in diesem Bereich hier drüben. Jetzt in den Ferien nicht im Betrieb, wegen der geringen Schülerzahl. Da haben wir noch die sogenannte kleine Mensa, die sich in dem Gebäude befindet, wo also jetzt auch die wenigen Schüler, die trotzdem in den Ferien auch hier sich im Komplex aufhalten, zum Mittag ihr Essen einnehmen können. Und der Vorteil dieses Komplexes sind ja die kurzen Wege, die Schüler gehen müssen, ne? Ja, das ist richtig. Hier im Komplex befindet sich auch noch das Sportschulinternat. Hier können also Schüler wohnen, können auf dem kürzesten Weg in die Schule gehen und dann günstig ihre Trainingszeiten koordinieren mit den oftmals kurzen Wegen, die sie haben in die Trainingsstätten in unmittelbarer Nachbarschaft. Man kann hier also das Abitur machen oder den Realschulabschluss. Der Schwerpunkt liegt aber auf dem Sport. Welche Sportarten sind das denn so? Ja, das ist richtig. Die beiden Schulen sind Eliteschulen des Sports. Schwerpunktartig natürlich neben dem Volleyball auch Schach, Eiskunstlauf, Schwimmen, Wasserspringen. Also es sind ganz viele Sportarten, die hier betrieben werden. Ja. Wir schauen uns dann noch hier ein bisschen um. Eigentlich sind ja Schulferien, wir haben trotzdem jetzt hier ein paar Schülerinnen gefunden. Wer bist du? Ich bin die Steffi. Und was machst du hier in Ferien? Wir haben Trainingslager und weil ich von weiter weg komme, bin ich hier im Internat. Wer bist du? Die Konstanze. Und was trainierst du? Auch Volleyball. Was ist so schön an dem Sport? Es macht einfach Spaß und weil es in der Mannschaft ist, macht es noch mehr Spaß halt. Ja. Okay, wie findet ihr so die Bedingungen hier im Sportgymnasium oder im Sportschulzentrum? Ja, die sind schon sehr, sehr hoch, weil man muss ja nicht nur Volleyball das trainieren, sondern man muss ja auch Schule machen. Und deswegen, man hat halt kaum Freizeit, eigentlich gar keine. Ja, also die Bedingungen sind schon sehr hoch. Wenn man hier auf die Sportschule will, dann muss man schon das wollen. Aber es gefällt euch schon, ne? Wie ist es bei dir? Ja, also ich bin eigentlich jetzt erst 3 Tage hier und also mir gefällt es eigentlich schon gut. Okay, na dann viel Spaß noch. Neben mir steht nochmal die Frau Belger von der Stesat und wir stehen hier in der Dreifeldsporthalle des Sportgymnasiums. Hinter uns, da wird Volleyball trainiert. Was passiert denn hier sonst noch so, Frau Belger? Ja, hier in der Turnhalle findet natürlich hauptsächlich der ganz normale Schulsport des Sportgymnasiums und der Sportmittelschule statt. An den Nachmittagen der Vereinssport. Meistens trainieren hier die Mädchen des VC Olympia, die Volleyballerinnen. Es werden aber auch Hallenzeiten durch andere Vereine gebucht, die dann die Halle hier nutzen. Es gibt aber auch noch zahlreiche Außenanlagen rund um das Haus. Was sind das für welche? Es gibt außerhalb des Gebäudes noch die Sportanlagen für den Schulunterricht, die Freianlagen, eine Laufanlage, eine Weitsprunganlage, auch eine Ballspielanlage, in denen halt die Sportarten im Rahmen des Schulsportunterrichts ausgeführt werden. Weiterhin können sich die Schüler in ihren Pausenzeiten in den schön gestalteten Freianlagen aufhalten, die sicher einen kleinen Erholungswert haben. Gut, vielen Dank.